Heyo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Sammelkartenspiel Online mit Chibi Let's Play. Und ich habe wieder ein paar Booster Packs, die ich gerne mit euch zusammen öffnen möchte. Nämlich einmal für die Serie XY Evolutionen. Und das öffnen wir als erstes. Was könnte da drin sein? Klassisches Ponyta, klassisches Glumanda. Das ist sehr gut. Wir haben nämlich irgendwo auch noch ein Grotexo rumfliegen. Alpollo, sehr schön. Quapuzzi, Magma, Joa. Und was haben wir noch? Akani. Wunderbar. Eine sehr gute Ergänzung, vor allem mit dem klassischen Vulcano dazu. Joa. Sehr schön. Okay, dann nehmen wir jetzt mal das nächste Booster Pack. Nämlich von der Serie Sonne und Mond. Stunde der Wicht. Na komm, geh. Aha, eine schöne Auswahl. Oh, wir losen. Okay. Für ein Basis-Pokémon ist aber ziemlich kräftig. Mit 70 Schaden, 120 KP. Ich glaube, du kommst bald in mein Deck. Maschok, Tentoxa. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, was haben wir jetzt hier? Drizella. Yo. Und. Oh. Okay. Trontonator. Ja, okay. Hitzestoß. Sehr schön. Was haben wir noch? Was ist jetzt hier drin? Ich bin mal gespannt. Haha. Alola Sandan. Knuffenser. Boah. Mimikma. Okay. Und? Voluminas. Ja. Gehört zwar nicht zu meinen Lieblings-Pokémon, aber es ist schön, dass wir die Karte haben. Okay, und dann starten wir wieder mit den Trainer-Herausforderungen. Kelvin ist unser Gegner und wir verwenden das Deck Turbulenter Sturm. Dann haben wir direkt einen Vorteil. Und vielleicht einen entspannten Sieg. Schauen wir mal. Ich hoffe, meine Heiserkeit lässt sich nicht so sehr raushören. Heute Morgen wollte ich eigentlich noch andere Spiele aufnehmen, aber es ging gar nichts. Das war irgendwie schon ziemlich beängstigend. Aber inzwischen geht es mir schon besser. Manchmal hilft doch sowas wie Tee. Wollte aber spiele ich mal nicht aus. Ich habe mir auf jeden Fall noch was zu trinken zur Seite gestellt, aber ich denke mal. Das könnte doch eine schnelle Nummer werden, wenn wir Kangama schon als erstes haben. Ah, Radikal. Okay. Sehr schön. Spielen wir auch gleich aus. So, was war das Kunstrad nochmal? Schauen wir jetzt mal aus den Karten an. Genau, eine auf Ablage stapelt. Ja, gut, was soll's. Noch ein Kunstrad oder eine Energie? Dann nehme ich lieber die Energie auf meine Hand. Interessanter Zufall. Ich hatte fast schon Hoffnung, dass wir ein Pikachu bekommen können. Aber warten wir noch. Okay, wir sind paralysiert. Also Kangama ist paralysiert. Ja, es passiert, ne? Dann warten wir einfach noch ein bisschen. So. Blitzer, sehr schön. Falls ihr euch wundert, warum ich hier mal genau auf die Tränkekarte drauf gucke, ich bin mir meist nicht sicher, ob die jetzt 20 oder 30 Schadenspunkte abziehen. Deswegen gucke ich da lieber immer noch mal genauer hin. Okay, er holt sich eine Fossilkarte.
es auch irgendwie interessant mit den Fossil-Pokémon, dass man wirklich erstmal das Fossil-Item, also die Item-Karte dafür haben sollte. Ich hatte es nämlich schon mal versucht, ein Deck mit den Ammonitas zu spielen. Ich konnte aber Ammonitas leider nicht auf die Bank packen, weil ich das Fossil dazu dummerweise vergessen habe reinzustecken. Deswegen blieb das Ammonitas leider immer wieder auf meiner Hand liegen. Bisschen ärgerlich, aber naja. So, Mega-Hieb. Bäm. So. Ibitag, wunderbar. Sehr schön. Magneton. Jetzt haben wir viele Weiterentwicklungen, aber leider kein Basis-Pokémon außer Volteball. Warten wir noch, ne? Ich glaube, Kangama kriegt aber auch alles alleine hin. Da muss ich mir auch nicht so wirklich Gedanken machen, oder? Ich meine, was haben wir hier? Barmigel. Zweimal sogar. Barmelin. Barmigel. Wie komme ich auf Barmigel? Das ist in allen Richtungen falsch. Egal. Magnetilo, sehr schön. Ja, Just for Fun könnte ich es ja trotzdem nur mal auf die Bank ziehen. Na komm. Und Evoli darf auch. Ja, sicher. Hier, bitteschön. So. Wird ein recht kurzer Part, merke ich, hä? Ja, ne? Brauche ich gar nicht erst zu gucken, was wir noch auf der Bank oder auf der Hand haben. Da war Pikachu. Aha. Wir haben gewonnen. Yay. Ja, ich sag schon gar nichts mehr zu den Sternen. Oh, Zapdos. Cool. 2 Punkte. Ja, wir würden mehr kriegen, wenn ich mehr Sterne kriegen würde. Ja, egal. So, ja. 8 Minuten? Ich würde sagen, wir setzen noch einen drauf, ne? Joa. Okay, Kendall hat Elektro- und Unlicht-Pokémon. Das könnte doch etwas unterhaltsam werden. Aha, der Gegner hat keine Basis-Pokémon. Ach, wie schade. Und soll er neu ziehen? Und wir nehmen erstmal Habitak. Auch wenn es leider eine Elektroschwäche hat, aber ja, komm auch. Für die Quote kommst du auch noch dran, Bratfratz, ne? Ein Raichu, ja. Ja, natürlich ziehe ich noch eine zusätzlich. Was hast du denn da? Pikachu! Okay. Habitat kriegt den Glückshelm. Eine Energie. Bis man 5 hat. Ne, 5 habe ich ja. Ne, ich möchte meine Hand jetzt auch gerade nicht aufgeben. Also, ne? Mein Flügelchen. Beziehungsweise die Karten darauf. Ach, je. Bäm. Andererseits, ja, vielleicht kriege ich dann Ibitak und ja. Er hat seins ja jetzt auch gerade schon weiterentwickelt, zu Irokex. Ja, gut, jetzt haben wir auf jeden Fall Ratikal. Dann holen wir uns noch Evoli. Dann holen wir uns. Ja, komm, es soll's. Tschüss, Karten. Kein Ibitak, aber ein Blitzer und ein Kangama. Sehr schön.
Ja, kann ich eh erst in der nächsten Runde nehmen. Schade. Ich habe gehofft, Habitak würde ein bisschen länger bestehen bleiben, aber ist okay. Ist okay, ist okay, ist okay. Na, das dauert wieder. Warte mal, lohnt sich das? 80. Nee. So. Da verschwende ich lieber keine Energie mehr weiterhin an Evoli. Leider. Tetratika vielleicht schicken sollen. Das ist zwar auch schnell weg mit seinen 70 KP, aber dann kann ich den Gegner vielleicht noch vergiften und dann noch was reißen. Aber ich denke mal, jetzt so langsam kann ich genauso gut auch Kangama nochmal schicken. Ja, bitteschön. Bitteschön. Gucken wir mal. Was haben wir denn hier Schönes? Da haben wir Ibitak. Wir können Ibitak nehmen, Habitak und das andere Kangama. Wobei. Aber die zählen nicht, ne? Es müssten schon Normal-Pokémon sein. Die mit dem Stern auf dem weißen Grund. Also machen wir das so. Ne? Haben wir dich. Haben wir dich. Ja. Hier beiden Voltoball dürft ihr weiter rumrollen auf der Hand. Ist mir egal. So. Robo-Ersatz, Delegator-Puppe. Ja, komm. Hier drauf? Nee, sag das doch raus. Es sah gerade so, als ob die Karte jetzt auf, beziehungsweise sich unter Kangama geschlichen hätte. Ja gut, dann ist das halt so. Mega-Hieb. Man darf ja wohl noch übertreiben, oder? Obwohl, da ist doch... Nee. Ups. Ich mache Geräusche hier. Entschuldigung. Nein, das war kein Furz. Ich bin nur auf meinen Tisch hin und her gerutscht. Das macht dummerweise immer wieder Geräusche. Weil das so ein glatter Lack ist auf dem Tisch. So. Ja, ich glaube, ich nenne ein paar Tankangama-Action oder irgendwie sowas. Ach, ist das schön. Ist das schön, ey. Gut. Ja, einfach nur so, ne? Einfach nur so aus Spaß. Und dann BÄM! Ach, schön. Oh, was ist denn hier? Ach ja, Himmelsfeld. Ich glaube, der Gegner hat inzwischen auch keinen Bock mehr. Beziehungsweise die CPU. Vor allem nix auf der Hand, keine Energiekarten verteilt, gar nichts. Jetzt ist wirklich einfach nur der Reihe nach. Okay, eine Entwicklung, als ob die dir jetzt noch was bringen würde. Guck mal hier, Mega-Hieb. Zwei Blitzsiege in einem Part.
Dank Kangama. Wunderbar. Und zweimal Doppelenergie. Schön. Sehr schön. Okay, damit haben wir den turbulenten Strom jetzt auch abgeschlossen. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Wasserdeck, ungeahnte Tiefen. Aber das werden wir dann im nächsten Part im Angriff nehmen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Schaltet bitte auch beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dann! Tschüss!